Ich bin Valeria Losikova, bin Tape Artist, wohne in Berlin seit 3 Jahren und ich bin in Weißrussland geboren. Jetzt, ich mache ständig Kunst, unterschiedliche Sachen, aber das ist mein Hauptberuf jetzt. Ich bin selbstständige Künstlerin und das war mein Traum. Ich wollte in Weißrussland auch Kunst machen, aber das ist schwierig. Und das war mein Traum, überhaupt Kunst zu machen, wirklich als Beruf. Und ich habe mich gedacht, dass Berlin ist die beste Stadt, wo kann ich Kunst machen. Weil ich fühle hier diese künstlerische Freiheit. Ich habe früher auch Kunst gemacht in Weißrussland. Ich habe zu Hause Porträte gemalt und auch Interieurdesign und auch viel Illustrationen gemalt. Und ich wollte das als Beruf haben, aber hatte leider keine Möglichkeit, meine Kunst zu zeigen. Weil in Weißrussland, das ist alles so schwer. Mit moderner Kunst auf jeden Fall. Muss man zuerst Ausbildung machen. Danach musst du in künstlerische Verein sich bewerben und danach vielleicht kannst du, hast du Möglichkeit, irgendwo irgendwas auszustellen. Ich will nur ein paar Möglichkeiten bekommen, meinen Kunst zu zeigen. Und wann habe ich hier das probiert? Ich habe dieses Gefühl bekommen, dass ich kann alles. Wirklich, ich kann mich weiterentwickeln, weitergehen. Und auch endlich mit dem Kunst Geld verdienen. Das war eine große Überraschung für mich, dass ich kann das machen. Und ja, ich mache das seit 2 Jahren. Und das war auch spontanes Material für mich, weil in Berlin ich sehe unterschiedliche Kunstwerke, unterschiedliche Kunstrichtungen. Was habe ich früher nie gesehen? Und habe nicht gedacht, dass ich werde mit großen Künstlern zusammen in gemeinsamen Projekten teilnehmen. Ich probiere immer neue Materialien. In Vandalism habe ich auch Installation gemacht mit Metall und Folie. Was habe ich früher nicht gemacht? Was Neues, immer was Neues. Dieses Mal mit dem Tape Art. Ich habe probiert, auch eine Installation zu machen und Tape mit dem Holz verbinden. Mit dieser Installation, sie dreht sich eigentlich. Ich hatte gar keine Ahnung, dass kann man etwas mit dem Klebeband machen. Und danach habe ich hier das gesehen. Es gibt ein paar Crew, ich habe das angefangen, ein paar gute Tape Art Künstler. Ich habe das gesehen und danach probiert und das gefällt mir sehr, weil es so wie eine Installation. Illustration. Trotzdem, ich kann das machen wie Freestyle, wie malen auch, einfach los. es ist bunte Farben und sehr deutlich, kontrastisch, das mag ich sehr. Das kann man mit Farbe nicht sofort bekommen, dieser Effekt. Und hier ist alles so deutlich, ein bisschen comic-mäßig. Normalerweise Leute, sie haben keine Ahnung, das kann man ein Bild mit Tape machen. Und es überrascht diese Leute sehr. Und wenn du gehst erst weit und siehst ein Bild aus Tape Art von mir, dann normalerweise Leute, sie denken, das ist schon gemalt. Und danach, wenn die kommen, ein bisschen nah und sehen, dass es Tape ist, Wow-Effekt. Diese Installation mache ich jetzt gerade für Vandalism. Das ist eine Berlinerin. Diese Installation hat 2 Seiten. An dieser Seite habe ich ein Gesicht von moderner Berlinerin gemacht. Die macht Party, sie trägt Tattoo und Piercing. Sie versucht etwas Neues zu erleben und das ist sehr typisch für Berlin. Berlin ist Freistaat und alle machen hier was sie wollen und ja, gibt es ein Stereotyp über berlinische Leben. Auf anderer Seite, ich habe angefangen, da sieht man noch kein Gesicht, vielleicht ein bisschen, aber ich habe angefangen, eine türkische Frau mit Hijab zu tapen. Und das ist
auch typische Frau, typische berlinische Frau. Und meine Motto mit diesem Kunstwerk, dass Berlin, das ist eine wichtige Stadt, wo kann man unterschiedliche Kulturen treffen. Und du kannst zeigen, was du willst, du kannst machen, was du willst. Und das ist sehr wichtig für Frauen auch, weil es ist immer Fragen in andere Länder, was darf eine Frau machen? Darf sie arbeiten oder muss sie nur zu Hause sitzen mit den Kindern? Und in Berlin, jede Frau kann das wählen. Diese Seite werde ich noch heute tapen. Wenn ihr wollt, fertige Kunstwerk zu sehen, dann kommt ihr zum Vandalism am 26. bis 29. April. Und es gibt ungefähr 100 Künstler von ganz Deutschland und auch Welt. Es ist auch ein multikultureller Verein. Wir machen fast alles Neues. Und das ist wunderschön. Komm vorbei.